Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Fallout 4. Wir sind hier mittlerweile im Vault 75 etwas weiter, nämlich wir kommen schon in den Admin-Bereich und mussten vorher schon ein paar Bereiche clearen, also auch öffnen. Und hier ist es wohl so, dass das ein Vault ist, wo nur Kinder rein durften. Also nur bis, ich glaube, 16 oder 17 Jahre war hier erlaubt. Die Eltern, die hier mit reingebracht worden sind, standen schon in einem Rechner, wurden separiert, nachdem man hier drinne war und, tja, wurden wohl dann irgendwie beiseite geschafft. Genaues weiß man noch nicht. Und ja, was mit den Kindern passiert ist, die scheinen irgendwie trainiert worden zu sein. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, ob wir noch mehr Informationen finden, weil bis jetzt wissen wir nur, es ist eine Trainingsanstalt, die Kinder waren gesondert untergebracht und mehr wissen wir noch nicht. Ich denke mal, beim Administrator werden wir mehr erfahren. Wir sind gerade unterwegs mit Valentine und werden hier das heute zu Ende machen, also das Vault ganz abschließen, und dann werden wir uns noch ein bisschen draußen umgucken, werden noch ein bisschen was das Ödland untersuchen und mal schauen, ob wir noch was Interessantes finden heute. Und beim nächsten Mal werden wir auch mal die Minuteman-Quests weitermachen und vielleicht sogar die Story-Quest. So, hier haben wir auch schon mal ein Terminal wieder von einem Chefwissenschaftler. Und hier sehen wir es, der wird auch mehr wissen als bis jetzt, die anderen Terminals. Willkommen in Vault 75, wie Sie aus dem vertraulichen Einweisungspaket wissen, ist Vault 75 Teil eines streng geheimen militärischen Programms. Sie wurden aufgrund Ihrer Fachkenntnis, Ihrer Erfahrung und Ihrer Entschlossenheit, das menschliche Genom zu verbessern, ausgewählt. Wenn ihr das komplett selber lesen wollt, dann drückt einfach mal auf Pause, weil das ist ja relativ viel Text und den werde ich euch jetzt nicht komplett vorlesen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier erstmal drum. Ihr Aufseher hat die Aufgabe, die Bevölkerung, mit der sie hier unterwegs sind, unter Kontrolle zu halten. Genau. Und Vault 75 bietet die einmalige Gelegenheit, unsere Hypothese zu testen, laut der sich das menschliche Genom durch gezielte Paarung, Hormonbehandlung, Gentechnik und Generationszyklen deutlich rascher verbessern lässt. Also die haben die Kinder genommen und haben die dementsprechend gezielt gepaart, dann hormonbehandelt, mit Gentechnik bearbeitet und wollten die dann richtig stark werden lassen. So, und da es sich bei Vault 75 um ein lang angelegtes Experiment in einer abgeschlossenen Umgebung handelt, wird es erforderlich sein, von Zeit zu Zeit Ersatz für Mitarbeiter zu schaffen. Und jetzt wird gesagt, wie man die Auswahl trifft zwischen den Kindern, die dann etwas älter werden, wer weiterleben darf, wer sich paart, wer ja auch Wissenschaftler wird und so. Also da muss man sagen, das war schon ganz schön durchdacht hier und das muss man einfach mal in Ruhe durchlesen. Hier steht es dann auch nochmal kurz, nur äußerst vertrauenswürdige und fähige Mitarbeiter sollten Zugang zum Genomiklabor erhalten. Okay, also wie gesagt, wenn ihr das in Ruhe lesen wollt, einfach Pause drücken. Ich lese nicht alles vor. Und hier sehen wir dann auch das relative Alter, um das es immer geht. Subjekte im Alter von 18 Jahren, die eine zusammengefasste Wertung von ausgezeichnet oder überragend in physischen, geistigen und sozialen Eigenschaften erzielt haben, müssen ins Genomiklabor gebracht werden. Weitere Schritte sollten auf individueller Basis und äußerst vorsichtig erfolgen. Welche die weiteren Schritte sind, könnt ihr dann hier jetzt auch durchlesen. Das Thema hatten wir jetzt eben schon und es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass das hier so ein Experiment ist. Und vielleicht treffen wir noch einen von den Kindern oder vielleicht treffen wir auch noch mal einen Computer, wo noch mehr drin steht. So, und hier haben wir noch mal das letzte Protokoll. Die Gesamtausbeute dieses Jahr war außergewöhnlich. Viele überragende Bewertungen im physischen Bereich. Unsere Programme für die lebenswichtigen Organe zahlen sich jetzt aus. Also es hat sich wohl irgendwie auch bezahlt gemacht, dass die diese Experimente machen. Ja, manchmal helfen Experimente, aber so Experimente an Menschen sind immer so eine Sache. Naja, man sieht es auch da, an dem auch Dinge wie Herzstillstand, naja, es passieren dann auch Sachen, wo viele sterben. Und das ist natürlich nicht gewollt. Das bringen Experimente aber mit sich. So, und hier das nächste Protokoll. Wir brauchen dieses Jahr nur einen Ersatz für das Wissenschaftsteam. Jetzt, da Washington zum Genetikteam stößt und mich hier oben unterstützt. Okay, ja, jetzt wird es wirklich sehr tiefgehend, was
die dann tun sollen. Wir behalten ihn einfach so lange auf Beobachtungsposten. Okay. Boah, ist schon interessant. Was haben wir noch? Entsorgt. Wir hatten dank der guten Entnahmerate dieses Jahr nur sehr wenig Schwund durch Entsorgung. Gerade einmal 74% der Abschlussklasse. 74% ist eine gute Rate, die eingeäschert werden. Oh Mann. Ja, jetzt wisst ihr, warum das hier ganz schön fies ist, was hier in der Station passiert ist, was hier in dem Vault 75 passiert ist. Und jetzt gucken wir auch mal, ja, die Aufzeichnungen sind defekt, die kann man nicht weiterlesen, was denn noch so beim Administrator in seinem Rechner steht und ob wir da noch irgendwie ein cooles Item bekommen oder so. Das wäre ja viel interessanter. Hey. Und da sind wir auch schon. Gunner-Kommandant. Die wollen uns natürlich jetzt ein bisschen davon abhalten, hier beim Admin nachzugucken. Okay, die hat jetzt nichts Besonderes dabei. Der Kommandant ist Level 30. Der ist noch etwas höher als ich. Hält auch ein bisschen mehr aus als die gerade. Oh, da müssen wir ein paar Mal mehr drauf schießen. Und erledigt. Gab 50 EP, 51. Aber auch keine legendäre Rüstung oder sowas. Nee, nichts super Besonderes. So, was haben wir hier? Da ist der Rechner des Aufsehers. Und damit haben wir das auch abgeschlossen. Wir haben den Admin-Bereich erkundet. Und jetzt kommt hier nochmal das Betriebsprotokoll. Und das lasse ich euch jetzt einfach mal in Ruhe lesen, weil die Quest ist durch. Wir haben Vault 75 durch. Und jetzt bin ich mal still und klicke einfach nur die ganzen Texte an. Die könnt ihr euch dann in Ruhe mal angucken.
Wichtig ist jetzt hier, dass wir den Safe und die Tür hier öffnen können. Die Tür, damit wir schnell rauskommen, und den Safe, damit wir natürlich jetzt doch noch was Schickes kriegen. Ich hoffe, im Safe ist was Gutes drin. Irgendwas Besonderes, was es nirgendwo anders gibt. Ah, da steht noch ein guter Wein, den nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Und wo ist der Safe? Da ist der Safe. Patronen, ja, toll. Eine Haarbürste, das ist ja was Besonderes. Okay, ja, hier die Fenster ist nicht mehr so sauber. Ja, das war dann auch nicht im Safe so Besonderes, außer ein paar, tja, Munitionsarten war da jetzt nichts Tolles drin. Und das war der Raum des Aufsehers. Jetzt haben wir hier noch seinen persönlichen Schlafraum. Vielleicht hat er ja im Schlafraum noch was, also in seinem Schlafzimmer. Und da haben wir noch was. Perfekt. Grognak, der Barbar. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen. Ja, toll. Ich kämpfe nie im Nahkampf und waffenlos. Also auch nicht gerade so wichtig, das Buch. Aber immerhin haben wir das jetzt hier bekommen. Und wir haben ein Level gemacht. Also könnten wir uns ja jetzt mal neu skillen. Diesmal werde ich wohl den starken Rücken skillen, damit ich mehr tragen kann. Aber dafür muss ich erstmal Stärke erhöhen. So. Und damit bin ich jetzt auch stärker. In meinem letzten Let's Play habe ich ja schon Automatron gespielt. Also dieses Add-on für mit den Roboter aufbauen und sowas und den Mechanisten zu finden. Da hatte ich schon dieses starke Rücken. Also das Let's Play hier war jetzt ein bisschen vor dem Mechanist. Ich hatte das nur wegen dem Automatron kurz mal unterbrochen. Aber beim nächsten Mal geht es dann auch wirklich weiter mit dem höchsten Level, was ich habe, auch nach dem Automatron Add-on. Also wir sind hier gerade ein bisschen aus der Zeitlinie gerutscht. Ist aber nicht so schlimm, wir kommen bald auch wieder rein. So, und jetzt kommen wir auch hier mit dem Verwaltungskartenleser hier schön wieder in diesen Atriumsbereich hinein, dort, wo wir eigentlich auch beim ersten Mal reinkamen. Sehr schön. Okay, das Klemmbrett kann man ab und zu gebrauchen wegen den Schrauben und so, die braucht man ja dann auch für die Terminals, nicht für die Terminals, für die Abwehr, die automatischen Maschinengewehre und sowas in den Siedlungen. Dafür braucht man die Schrauben. Deshalb nehme ich die alle mit. Ja, und jetzt sind wir eigentlich soweit durch. Hier, das haben wir alles schon im letzten Let's Play sauber gemacht. Da brauchen wir jetzt nichts mehr. Wir nehmen nur ihm hier noch ein bisschen was ab. Und jetzt geht's auch schon in den nächsten Bereich. Was hat es mit den Klamotten auf sich? Als ich die Agentur gründete, dachte ich mir, dass ein Detektiv so etwas tragen sollte. Ich habe ein paar alte, schwache Erinnerungen aus der Vorkriegszeit von Kerlen, die so angezogen waren und tun, was ich tue. Ich dachte mir, dass Hut und Trenchcoat den Leuten zeigen, dass ich es ernst meine. Kleider machen Leute und so. Dachte mir wohl, dass ich so der Mann werde, der ich sein wollte. Was weißt du noch über das Institut? An die Zeit damals erinnere ich mich kaum noch. Aber hin und wieder kommt etwas zurück. Mein Leben im Institut war sehr isoliert. Eine einzige Testkammer war über Jahre meine gesamte Welt. Und immer wurde ich beobachtet. Eines Tages wachte ich auf der anderen Seite auf. Und das war's schon. Du bist jetzt frei. Willkommen in der schönen neuen Welt, in der solche Leute leben. Okay. Wer bist du, Nick? Nach der Antwort auf diese Frage suche ich selbst schon verdammt lange. Ich weiß, dass ich ein Synth bin. Echte Institutshandarbeit. Aber ich bin immer noch mechanisch. Nicht genmanipuliert wie die schicken Synths, die heute ihr Unheil treiben. Ich gehe in die Werkstatt, nicht zum Arzt. Aber meine Erinnerungen, meine Persönlichkeit gehören einem Polizisten, der sich vor dem Krieg zu einem Experiment bereit erklärt hat. Sie haben sein Gehirn eingelesen und es auf die Hardware kopiert, die zwischen meinen Ohren sitzt. Keine Ahnung, warum sie einen Roboter programmieren, der auf einem Vorkriegspolizisten basiert und nicht auf einem Mathe-Genie oder einem Genforscher. Aber hey, vielleicht hat das Institut mich deswegen auf den Müll geworfen, anstatt mich zu einem ihrer Kidnapper zu machen. Moment mal, der ursprüngliche Nick stammt aus meiner Zeit? Definitiv. Und deshalb war es, als ich endlich hier draußen war, ein echt unsanftes Erwachen. Ich weiß noch, wie ich in einem Müllhaufen zu mir kam. Mein Körper zerfetzt und mein Kopf voller Erinnerungen eines Mannes,
der seit 200 Jahren tot war. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das ein paar verwirrende Wochen waren. Damals wussten die Leute noch kaum etwas über Synths. Als ich schließlich Menschen begegnete, waren die meisten eher vorsichtig als feindselig. Aber die Kinder, die hatten keine Angst. Ich glaube, sein Name war Jim. Der erste, der mich nach meinem Exil aus dem Institut ansprach. Mein erster menschlicher Kontakt in dieser Welt. Hat mich eine Stunde lang ausgefragt. Als sie sahen, dass ich harmlos war, kam auch der Rest der Nachbarschaft, um sich den mechanischen Menschen anzusehen. Am Ende war es ein echt netter Abend. Der Mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose Inspektion verpasst. Diese Leute haben mich wie einen echten Menschen behandelt. Seitdem versuche ich, mich dafür zu revanchieren. Das findet man hier draußen nur recht selten. Mir ist aufgefallen, dass dir das am Herzen liegt. Mit ein Grund, warum ich noch immer hier bin. Wo liegt diese Stadt? Wir sollten sie mal besuchen. Ich wollte später einmal zurückkehren und mich bedanken. Aber der Ort war ausradiert. Raider. Keine Ahnung, was aus den Leuten geworden ist. Wenn du gut zu Menschen bist, sind sie gut zu dir. Daran glaube ich ganz fest. Ganz deiner Meinung. Nun, bevor ich dich jetzt komplett zu Tode langweile mit meinen Anekdoten, sollten wir lieber aufbrechen. Das war nun also Valentines Geschichte. Ich war gerade mit ihm unterwegs, um irgendwelche Notsignale zu finden. Und ja, dann hat er angefangen mit mir zu sprechen und wollte etwas loswerden. Wir suchen hier nämlich gerade Notsignale von Paladinen, die aus der Stählernen Bruderschaft. Die sind wohl irgendwie getrennt worden und wurden überfallen. Und jetzt müssen wir mal gucken, hier ist ein Bereich, wo wohl einer dieser Paladine rumliegt und auch so ein Notsignal dann ist. Das muss ich allerdings finden, das ist bestimmt da oben irgendwo. Und hier haben wir so eine Satellitenstation. Und mal gucken, wo wir den jetzt finden. Hier waren alles Mutanten, die habe ich schon alle erledigt. Und jetzt müssen wir nur noch das Notsignal finden. Ist ein bisschen schwierig, weil es hier zwei, drei Ebenen gibt. Ja, ihr seht, an jedem von diesen Schüsseln ist nochmal ein Gebäude oben dran. Und da ist wieder ein Harnisch von einem Supermutanten. Ja, ist jetzt hier. Nee, sieht nicht so aus. Hier scheint es falsch zu sein. Ich könnte jetzt zwar hier schlafen, aber ist immer noch nicht das Notsignal. Sind auch nur noch 82%. Da in dem Haus wird es wohl sein. Ja, also muss ich auf den anderen Turm. Mal gucken, ob wir dann das Notsignal finden. Und was uns das Notsignal dann sagt. Okay, jetzt aber schnell hier. Mit der Rüstung bin ich irgendwie viel langsamer. Ich habe jetzt übrigens keine Raider-Rüstung mehr an. Ich habe jetzt schon wieder eine andere Power-Rüstung an. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich wechsle im Moment meine Power-Rüstung oft. Nicht mal ein letztes Gefecht. Du bist einfach hier hochgekrochen und gestorben. Und da haben wir es. Untersucht die Satellitenstation. Hört euch das Holoband an. Von diesem Paladin. Hören wir uns jetzt mal an, was dem so passiert ist. Und mal schauen, was wir dann machen müssen. Die Quest heißt die verschollene Patrouille. Oh, hier spricht Ferris. Es ist 2 Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis, wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Oh, du wirst das überleben. Das ist alles. Alles, was zählt. Und beim nächsten Let's Play sollen wir nun in den Bunker und haben auch einen Zugangscode für den Bunker bekommen. Das werden wir uns auf jeden Fall noch angucken, wie der Bunker da oben aussieht. Und dann machen wir die Minuteman-Quest weiter und dann machen wir die Hauptstory weiter. Also demnächst sehen wir noch mehr von Fallout 4. Bis demnächst, macht es gut, bye bye.